Ja, servus liebe Kinderautoren, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Ja, was macht man, wenn man jemandem was schenken will? Da erwarten die oft die Erwachsenen, dass das die Kinder selbst gemacht haben. Aber es hat auch einen gewissen praktischen Nutzen, einen gewissen Wert. Also nichts, was irgendwo rumsteht und einstaubt, und da ist es beste Seife. Das hat einen Wert, es wird immer weniger, jeder freut sich drüber, und Seife selbst machen ist für die Kinder auch ein Riesenspaß. Ja, wie funktioniert das Ganze? Ihr braucht sogenannte Kreativseife, da ist schon alles fix und fertig drin. Dann möglichst so eine Konservendose, da wird die Seife heiß gemacht, dann spezielle Seifenformen, dann Seifenduftöl und Seifenfarbe. Da gibt es so eine Bandbreite, da schaut es am besten zu eurem örtlichen Bastelhändler. Man muss nicht jeden Schmarrn im Internet bestellen und kauft euch da entsprechend ein. Wichtig ist, bitte, dass die Seife A nicht kocht und nicht in und dass der Behälter, in dem wir die Seife flüssig machen, nicht in direktem Kontakt mit der Wärmequelle steht. Also das heißt, nicht da jetzt die Seifen rein und da unten heiß machen direkt, sondern ein sogenanntes Wasserbad herstellen. Aber wie das geht, das zeige ich euch jetzt Schritt für Schritt. Am besten ihr kommt's mit. Mit dem Taschenmesser oder mit dem Fall dem Multitool, dem Lesomen Leap, da schneiden wir jetzt die Seife in Stückchen und geben die in die Konservendose. Wie gesagt, bitte nicht hier unten direkt die Wärmequelle anbringen, sonst haben wir ein Problem. Okay. Bitte nicht machen, okay? Ja. Gefährlich, sondern ein Wasserbad herstellen. Und das stellen wir jetzt her. Wir geben jetzt unsere Konservendose, die mit der Seife gefüllt ist, direkt in das Wasserbad. Und lassen das Ganze jetzt mal kurz schmelzen. Zwei Sachen sind dabei wichtig. Erstens, lasst das Ganze hier nicht unbeaufsichtigt und nur allein mit den Kindern, die wenn das umschütten, dann kann es wirklich böse Verbrühungen geben. Und das Zweite ist auch, wie gesagt, direkt den Kontakt von der Blechdose mit der Wärmequelle, in dem Fall der Elektroplatte, vermeiden. Sonst spritzt das Ganze raus, sonst brennt es an, sonst wird es zu schnell heiß. Ist nicht gut. Also wenn ihr auf das achtet, ist es eine ganz nette, simple, ungefährliche, lustige Sache. Jetzt warten wir mal, bis das Ganze flüssig wird. Na, es tut sich noch nichts. So, und ich sehe schon unten am Boden, wir haben jetzt bereits schon ein bisschen Flüssigkeit. Also die Seife verflüssigt sich immer mehr. Aber bitte gut aufpassen und ein bisschen in Geduld üben, bis die Seife wirklich flüssig ist. Ja, ihr seht, am Boden hat sich bereits schon die flüssige Seife angesammelt. Noch sind ein paar große Stücke drin, da können wir noch nicht gießen. Aber es wird langsam aber sicher immer wieder mal rühren, damit ihr nichts anbrennt. Also nichts anbrennen lassen. Und anschließend setzen wir Farbe sowie den Duftstoff zu. Wir geben jetzt den Duftstoff hinzu. Da könnt ihr auch die unterschiedlichen Duftstoffe auswählen. Wir haben in dem Fall Seifenduft. Ansonsten Lavendel, Zitrone, Orange, ach was, der Kuckuck nicht. Wichtig ist jetzt den Duftstoff verrühren. Als nächstes kommt jetzt die Farbe ins Spiel. Ich glaube, da haben wir Purpur genommen. Auch hier wieder verrühren. So, ihr seht, das schaut jetzt schon aus wie so Pudding, was sich da gesammelt hat. Und jetzt gehen wir dann zum Guss über. Jetzt wird es interessant. Ich nehme jetzt wieder ein Geschirrtuch oder wieder Zange oben den heißen Behälter. Und gießt das Ganze jetzt in die Form. Bitte nicht so, dass es überschwappen kann. Also nicht randvoll auf Deutsch gesagt, sondern lasst es ein bisschen am Rand stehen. So, und fertig ist das Ganze. Und jetzt lassen wir es, und jetzt kommt das Schwierigste. Ein paar Stunden, drei Stunden muss das Ganze jetzt auskühlen. Ich habe die Form bewusst nicht irgendwie vorbereitet, also mit Seife soll ich schon mit irgendwelchen Lösungen eingeschmiert oder Speiseöl, wie es oft heißt, sondern das ist eine Form, da kriegt man das ganz leicht raus. Hoffe ich mal. Ja, und ihr seht schon, liebe Kinderautoren, die Seife wird langsam, aber sicher fester. Ja? Also können wir schon was draus machen bald. Die Seife ist jetzt fertig getrocknet und jetzt heben wir sie raus. Die Seife ist jetzt ausgehärtet und jetzt versuchen wir die rauszukriegen. Ich habe sie nicht mit Speiseöl vorbehandelt, die Form. Deswegen leicht ziehen und gleichzeitig drücken,
damit sich das Vakuum, das sich hier gebildet hat, löst. Und ihr seht selber, langsam aber sicher kommt die ganz große Seife hier schon raus. Natürlich ist es leichter, hier jetzt mit einer Latexform zu arbeiten, als mit der aus Hartplastik. Aber es wird schon. Hups, und da ist sie schon. Schaut sie her. Und riecht richtig, richtig, richtig gut. Also ein tolles Geschenk, der diese Seife kriegt, der freut sich auf jeden Fall drüber. Ja, liebe Kinderautora, Herz ist Trumpf, wie Trio schon in den 80er gesungen hat. Hört es euch selber an. Auf jeden Fall, Herz ist Trumpf, als Geschenk kommt es wirklich sehr, sehr gut an, so eine Seife. Und die riecht wie eine professionelle, gefertigte Seife. Richtig gut, ihr könnt es mit den Farben variieren und es schaut richtig, richtig, richtig gut aus und ist einfach ein tolles Geschenk, man verbraucht es und es hat einen gewissen Nutzeffekt. Ja, liebe Kinderautora, weitere tolle Ideen für drinnen und draußen findet ihr auf kinderautor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich sehr, wenn wir uns am besten draußen mal wiedersehen. Macht es gut, bis dahin. Pfiat, servus.